Sonntag, 11 Uhr, Crasher-Time auf meinem kleinen Kanal. Heute versuchen wieder ganz ausgefuchste Betrüger an mein Geld zu kommen. Leider haben die, wie meist, vom Finanzmarkt und der Börse keine Ahnung und wissen mit einem Investoren nichts anzufangen. Die sind ja meist komplett überfordert, wenn man an der Börse mit mehr als 250, 500 oder 1000 Euro handeln will. Nach dem Intro könnt ihr hören, wie viel Experte in denen steckt. Viel Spaß dabei! Jo, bitte. Hallo, guten Tag. Jo. Spreche ich mit Herrn Martin? Bitte? Spreche Bitte? ich mit Heinrich? Hallo. Na, hallo. Spreche ich mit Herrn Martin? Ja, Martin ist ein Vorname. Herr Martin Jürgensmann. Jo, das ist richtig. Ja, super. Das freut mich sicher. Mein Name ist Sophie Schneider. Ich bin Finanzberaterin von FoxyMX. Wir haben Sie bei uns unter der Werbung Bitcoin Code angemeldet. Es geht um Handel bei der Online-Plattform. Ja. Stimmt das? Ja. Das weiß ich nicht, von welcher Firma Sie sind. FoxyMX. FoxyMX? Haben Sie eine Webseite? Ja. Ja, genau. Ich kann Ihnen per E-Mail Link für unsere Webseite senden, ja. Und Sie haben angemeldet unter der Werbung Bitcoin Code. Das ist unsere Werbung. Ja, dann schicken Sie mir mal den Link. Okay, einen Moment bitte. Bleiben Sie gleich, okay? Ja. Ja, einen Moment. Und können Sie bitte mir sagen, Ihre E-Mail martin.jürgensmann@mailbox.org. Ja. Das ist man richtig. Ja, super. Ein Moment, bitte. Sind Sie noch da? Ah, ich bin hier. Ein Moment, bitte. Kleinen Moment. Ich werde alles für Ihnen senden, ja? Okay? Okay. Ein Moment, bitte. So, ja, sind Sie hier? Ja, natürlich. Okay, also können Sie bitte jetzt Ihre E-Mail überprüfen, ja? Ja. Ich habe unseren Link für unsere Webseite geschickt. Ja, und meine E-Mail, das ist Sophie Schneider. Ist noch keine E-Mail angekommen. Sophie.Schneider@foxymx.com. Und können Sie bitte Ihre Spam überprüfen? Ja, es ist noch keine E-Mail angekommen. Eine E-Mail? Ah, jetzt ist was angekommen. Ja, super. Ja, das ist unsere Webseite. Und auch dann kann ich auch unseren Link für unsere Plattform senden, ja, mit Ihrem Passwort und mit Ihrem Link. Ja, wollen Sie nicht mir erstmal ein bisschen was über Ihre Firma erzählen? So, jetzt, ich werde alles für Ihnen erklären, wie alles bei uns funktioniert, ja, okay? Ja, dann erklären Sie mal. Ja, so, ja, okay, so, wir bieten Ihnen an, mit dem Finanzberater handeln, mit dem Sie handeln werden und profitieren können. Und solcherweise brauchen Sie für die Zusammenarbeit mit dem Finanzberater nicht viel Zeit, das ist nur 10 oder 15 Minuten pro Tag, ja? Und sobald Ihr Konto aktiviert ist, Muss ich jeden Tag machen? Ich wollte eigentlich investieren. Ich wollte nicht jeden Tag, ich wollte Ihnen Geld geben, dass Sie für mich Geld erwirtschaften. Ich wollte ja nicht selber handeln. Sie möchten nicht investieren oder was? Nein. Haben Sie jemanden, der Deutsch spricht? Ja, genau. Aber jetzt kann ich bitte erklären für Ihnen alles und dann ich werde für Ihre Frage antworten, okay? Ja, gut. Okay, und sobald Ihr Konto aktiviert ist, wird Ihnen ein Finanzberater an die Seite gestellt, ja? Und er wird Ihnen helfen, den bestmöglichen Finanzplan zu erstellen. Den was bitte, was? Sie reden sehr schnell und sehr undeutlich, ich habe es leider nicht verstanden. Ja. Unser Finanzberater wird Ihnen helfen, den bestmöglichen Finanzplan zu erstellen, mit dem Sie ein versandliches Anlagekapital aufbauen können.
Unser Finanzberater seit rund 7 Jahren auf dem europäischen Markt tätig. Ja, und Auf den dabei sind Polen europäischen und Markt, was ist der europäische Markt? europäischen Markt, das ist ein Finanzmarkt. Ja. Sie sprechen sehr schlecht Deutsch. Sie meinen sicherlich den europäischen Markt, oder? Ja, genau. Ja, weil Sie sagten europäische, das Wort gibt es gar nicht. Okay, entschuldige. So, unser, ja, Finanzberater seit rund 7 Jahren auf diesem Markt tätig, ja, und so dass ihn voll und ganz vertrauen können. Und auch unsere Plattform ist vollständig automatisiert und nach der Aktivierung Ihres Kontos können Sie selbstständig Geld einzahlen und abheben. Was heißt vollständig automatisiert? Was Also, bedeutet das? man hat, ja, wann werden Sie bezahlen unsere Pakete? Wir haben einen Mindestbetrag, das ist 200 €, ja, dann 400 € und dann 800 €. 800 €, das ist ein Eliteplan. Und wann bezahlen Sie 800 €? Unsere Firma geben Ihnen einen Bonus, das ist 100 €. Und wann bezahlen Sie 400 €? Wir auch geben Ihnen einen Bonus, das ist 50 €. Und dann bezahlen Sie diese Pakete, dieses Geld, Sie können auf Ihrem Handelskonto unserer Plattform in 1 oder 2 Minuten sehen, ja. Und dann können mit diesem Geld investieren und arbeiten mit unserer Finanzberatung. So, das ist eine Summe, mit welcher können Sie starten? Ja, aber eigentlich wollte ich eigentlich ein bisschen mehr einsetzen. Und nochmal, das ist sehr schlecht Verbindung. Nochmal, was haben Sie gesagt? Nee, ich höre Sie gut. Ich denke mal, das ist so ein bisschen Sprachproblem. Von wo aus rufen Sie denn an? Sprachprobleme und dann, was haben Sie gesagt? Von wo aus rufen Sie denn an? Sie sprechen sehr schlecht Deutsch. Ja, ich komme aus Polen, aber ich lebe jetzt in Deutschland und habe meinen Mann hier. Wo leben Sie denn in Deutschland? Hamburg. In Und Hamburg. Ihnen? Ja. Ja, genau. Okay, gut. Ja, und was kann man jetzt bei Ihrer Plattform verdienen? Das ist das Interessante. Ja, so, Sie können verdienen 20%, ja. Und ich denke, dass unser Finanzberater kann Ihnen mehr erklären und helfen, weil ich bin nur ich bin nicht Finanzanalytiker, ja. Ich bin nur Ihr Finanzassistent und ich helfe Ihnen, Ihr Konto aktivieren. Gut, und Sie sagten vollautomatisiert. Was bedeutet denn vollautomatisiert? Unsere Plattform. Na ja, Sie haben doch gesagt, dass man vollautomatisiert handeln kann. Wie funktioniert das denn genau? Ja, unsere Plattform ist vollständig automatisiert. Ja, was heißt So, das bitte? nach der Aktivierung Ihres Kontos können Sie selbstständig Geld einzahlen und abheben. Ja, so wann bezahlen Sie unsere Pakete? In 2 oder 3 Minuten sehen Sie Ihr Kontos und sehen Sie dieses Geld auf Ihrem Konto. Ja gut, das ist ja nicht vollautomatisiertes Handeln, das ist ja dann nur die Einzahlung. Wie arbeitet diese Plattform dann vollautomatisiert? Wer handelt denn da für mich? So, Sie können mit unserem Finanzberater handeln mit Aktien oder Kryptowährungen oder Rohstoffen. So, haben Sie jetzt vielleicht bestimmte Interesse, womit Sie handeln möchten? Ja, habe ich tatsächlich. Ich würde Okay, gern und in Rohstoffen, in ja. Kobalt und seltene Erden handeln. Okay, einen Moment. Okay, und haben Sie vielleicht eine Erfahrung auf dem Finanzmarkt? Eine was? Erfahrung. Nee, habe ich Nee, nicht. keine. Okay. Welche Ziele haben Sie jetzt? Ist das Passivinkommen für Ihnen oder das ist Ja, einfach Interesse? was ich mit dem Geld mache, das geht sie ja eigentlich gar nichts an. Ich will Geld verdienen. Das will ich. Okay, Geld verdienen. Okay.
Ja, Ja, und jetzt noch mal die Frage. Wie wird das ja. automatisiert gehandelt? Wer handelt da für mich? Muss ich das selber machen? Dann ist es ja nicht automatisiert. Ja, also unsere Finanzberater werden Ihnen alles erklären über unsere Plattform, ja, und Ja, wie dann geben Sie mir den funktioniert. mal bitte. Nochmal was? Dann möchte ich den bitte gerne Oder mal unser sprechen. Finanzberater? Ja, aber unsere Finanzberater arbeiten mit Ihnen nur nach Ihrer Bezahlung, ja? Ja, aber So. ich muss doch erst wissen, wie das überhaupt funktioniert. Wenn Sie sagen vollautomatisiertes Handeln, dann möchte ich schon gern wissen, wie das funktionieren soll. Ob ich selber handeln muss oder ob der für mich handelt, das muss ich vorher wissen. Okay, einen Moment bitte. Können Sie bitte einen kleinen Moment warten, ja? Ja. Okay, ich warte einen Moment. Hallo, sind Sie noch da? Ja, genau, ich bin hier. Es tut mir leid, aber unser Finanzberater kann mit Ihnen sprechen nur nach Ihrer Bezahlung. Aber an unserer Plattform, Sie können Ihre eigenen Abhebungen vornehmen, ja? Ja, Und es geht ja nicht um die Ab, es geht ja nicht um die Ab. auch. Hatten Sie überhaupt verstanden, was ich gefragt hatte? Ja, was ist vollständig automatisiert? Ja, nein, ich Ja? hatte gefragt, wer handelt? Muss ich selber handeln oder macht der Finanzexperte das für mich? Hallo, bitte antworten. Ja, ich bin hier. Ja, und wie So. ist die Antwort auf die Frage? Ja, genau. So. Ja, Wer handelt? Ja. wer handelt für mich? Muss ich das selber machen oder macht das der Experte? Ja, Sie machen das mit unserem Finanzberater, ja, und arbeiten Also mit unserem Finanzberater. muss ich selber handeln? Ja, Sie können das machen, aber auch unsere Firma, alle unsere Ich glaube, Sie verstehen meine Sprache nicht so richtig. Haben Sie jemanden, der Deutsch spricht? Ja, genau, einen Moment bitte, okay? Ja. Ja, hallo? Ja, hallo, wer ist da bitte? Mein Name ist Minister Stein, ich bin Kollegin von Sophie Schneider. Und Sie sprechen besser Deutsch. Ich hatte die Frage, wenn ich als Investor arbeiten will, muss ich da selber handeln oder handelt der Finanzexperte für mich? Das konnte Ihre Kollegin mir leider nicht beantworten. Schauen Sie, wenn Sie auf unserer Plattform Ihr Handelskonto aktivieren, ja, dann Sie handeln zusammen mit unserem Finanzberater. Sie kriegen von uns kostenlose Finanzberater. Das habe ich ja nicht Er gefragt. kann, Muss ich ja, selber er kann, die nein, Hand. Sie. Lassen Sie mich doch bitte mal ausreden. Muss ich Mhm. selber handeln oder handelt der Finanzexperte für mich? Das war meine Frage. Ja. So, nach der Aktivierung Ihres Handelskontos, Sie kriegen Anruf von unserem Finanzberater und Sie können zusammen entscheiden, womit Sie handeln möchten, ja. Sie können Ihre persönliche Finanzplan erstellen Das und hat sie so. alles schon gesagt, das sage ich, höre ich jetzt zum dritten Mal. Aber meine Frage hat es immer noch nicht beantwortet. Muss ich selber handeln, also die Trades öffnen, oder macht das der Finanzberater für mich? Macht Finanzberater für Sie. Okay, das heißt, der hat also Zugriff auf mein Konto. Ja oder nein? Ja. Ah ja, gut, okay. Dann geht es ja. Und Sie sagten irgendwie 20, 30% Gewinn, ja? Ja. Das hört sich doch dann interessant an. Gut, okay. Dann würde ich das gerne machen, ja? Würden Sie gerne machen. Okay. Dann ich leite die Linie an meine Kollegen und machen wir alles weiter, okay? Ja, gut.
Ja, hallo. Ja. Ja, so haben Sie alles verstanden, ja? Ja, vor allem Ja, interessant war, dass super. Sie halt nicht verstanden haben, was ich gesagt habe. So, jetzt wollen wir das also machen. Wie Ja, okay. geht das nun? So, jetzt können Sie bitte mir sagen, arbeiten Sie jetzt oder nein? Das hat doch damit nichts zu tun. Ich will doch bei Ihnen was arbeiten. Ja, aber ich brauche Ihre Antworten auf meine Frage, ja, für unser Ja, Hundesystem. ich bin selbstständig. Ja. Okay. Und können Sie bitte mir sagen, wer alle sind Sie? Ja, 55. 55, okay. Super. Und ja, und welche finanzielle Hilfe möchten Sie von uns? Möchten Sie ausprobieren, testen oder vielleicht etwas Das hatte ich Ihnen doch Besonderes schon gesagt. kaufen? Ich möchte Gewinne erwirtschaften. Okay. Und können Sie bitte mir auch sagen, wie viel pro Monat haben Sie Geld? Wie viel verdienen Sie? Das geht Sie ja nichts an. Wozu sollte ich Ihnen das Okay. sagen? Okay. Das ist kein Problem. Aber ist das mehr oder weniger als 2000? Mehr, viel mehr. Aber das geht sie Mehr. im, genau geht sie das gar nichts an. Okay, kein Problem. Nach dem Geld auf Ihrem Handelskonto ist, ja, gebe ich Ihnen Bescheid und danach kontaktiere Sie unseren Finanzberater und erkläre Ihnen weitere Zusammenarbeit. Ja, gu gut, Also, okay. jetzt, ich werde senden per E-Mail Link für unsere Plattform und Ihr Login und Passwort Die und Links zu auch, Ihrer Plattform haben Sie mir doch schon gesendet. Sind Sie so vergesslich? ja, das ist unsere Webseite. Richtig. Ja, aber wir haben, jetzt, ich werde senden einen Link für unsere Plattform, ja, und Ihr Login und Passwort. Ja, dann machen Sie mal. Okay, ja, super. Und auch, ich werde senden jetzt unser Link für unser Bezahlungssystem, ja. Was ist Und das für ein könnten Sie mir Bezahlungssystem? Bezahlungssystem? Das ist unsere Webseite, wo können Sie Ihre Pakete bezahlen, ja? Ja, und So, wir haben drei was ist das Pakete. für ein Bezahlungssystem? Nochmal die Frage. Ja, genau. So, unser Bezahlungssystem. Wann bezahlen Sie Ihre Pakete auf unser Bezahlungssystem? Ja, das ist unsere Webseite für Bezahlung. Nach der Aktivierung Ihres Kontos und nach dieser Bezahlung können Sie dieses Geld auf Ihrem Konto auf unserer Plattform Das haben sehen. Sie schon mehrfach erwähnt. Jetzt nochmal die Frage: Was ist das für ein Bezahlungssystem? Was ist das, dieses Bezahlungssystem? Ja, richtig, das habe ich gefragt. Was ist das für ein Bezahlungssystem? Ich So, versuche das es ist mal. Wie unser. kann ich mein Geld zu Ihnen transferieren? Vielleicht verstehen Sie das ja besser. Welche Möglichkeiten habe Ja, ich da? okay. Jetzt, ich werde unser Link senden und Sie Ich habe können doch das sehen, erstmal okay? was gefragt. Welche Möglichkeiten habe ich, das Geld zu Ihrer Firma zu transferieren? So, Sie können mit unserer Firma Geld zu verdienen und das ist mehr als 20%, ja. So in zwei Wochen können Sie. Können Sie mich bitte nochmal an jemanden weiterleiten, der Deutsch spricht? Ich habe dreimal jetzt dieselbe Frage gestellt und Sie haben sie immer noch nicht verstanden. Okay, einen Moment bitte. Okay? Ja. Hallo. Ja, hallo, ich bin hier. Ja. So, auf unserem Bezahlungssystem haben Sie drei Pakete. Das ist 200 Euro. Ach, hallo. Sie haben meine Frage immer noch nicht verstanden. Haben Sie jemanden, der Sie Deutsch haben gefragt, spricht? ja, Sie haben gefragt, welche Möglichkeiten, ja? Ich habe gefragt, ach mein Gott, welche Möglichkeiten habe ich, mein Geld zu Ihrer Firma zu transferieren?
Das habe ich gefragt und Sie haben es drei, viermal inzwischen schon nicht verstanden. Deswegen möchte ich gerne mit Ja, jemandem sprechen, der aber Deutsch spricht. jetzt, ich werde unser Link senden. Sie folgen diesem Link und Sie können sehen, wie können Sie das machen. Und ich Ja, werde alles dann warte ich jetzt auf den erklären, Link. wann. Okay, super. Einen Moment Wenn bitte. Sie mir das schon nicht beantworten können in Worten, dann müssen Sie mir halt den Link schicken. Okay, einen Moment. So. Ja, so, können Sie bitte Ihre E-Mail überprüfen? Ja, ist noch keine E-Mail da. Vielleicht können Sie Ihre E-Mail schließen und nochmal eröffnen. Das brauche ich nicht. Oder Spam überprüfen. So, jetzt ist eine E-Mail da. Ja, super. So, was ist das hier? Horst 500? Nee, ich wollte zu Ihrer Firma Geld überweisen. Ja, das ist unser Bezahlungssystem. Das ist Nee, unsere nein. Webseite für Bezahlung. Ja, nee, nee. Ich Ach brauche nee. dazu Ihr Bankkonto, dass ich Okay, es an Ihre Firma überweisen kann. Ich brauche keinen Drittanbieter okay. dazu. So, Sie möchten nur Banküberweisung machen, ja? Ja, richtig. Okay, so einen Moment bitte. Ich werde unsere Finanzabteilung fragen für Daten, okay? Ja, okay. Einen Moment, bleiben an der Leitung. So, ja, sind Sie hier? Ja, natürlich, wo soll ich sonst sein? So, okay, so, jetzt ich werde senden Ihnen per E-Mail Link für unsere Plattform und Sie können alles bezahlen und unsere Plattform. Ja, Okay? noch ist kein Link da. Und den Link zu Ihrer Plattform habe ich doch schon. Ich bin doch schon auf Ihrer Plattform. Nein, das ist Link für unsere Webseite, aber jetzt ich werde senden Link für unsere Plattform und Ihre Login und Ihr Passwort. Ja, aber ich wollte doch die Bankdaten haben. Haben Sie das wieder Ja, nicht aber verstanden? ich habe alles verstanden, aber Sie können das auch machen auf unserer Plattform. Ah ja, gut, dann senken Sie mal. Ja, super. Einen Moment. So, jetzt. Ja, so, ich habe geschickt unser Link für unsere Plattform und auch Ihr Login und Ihr Passwort. Ja, noch ist nichts da. So, ja, warte bitte eine Minute, ich denke, das ist ein Problem mit E-Mail, so. Ja, so. So, jetzt haben wir hier was. cfdfoxiamix.com, Ja, richtig? genau. Ja, gut. Oh, jetzt klingelt es gerade. Können Sie mich in einer Viertelstunde nochmal anrufen, bitte? In einer Stunde? In einer Viertelstunde, in 15 Minuten Ach oder so, 30 okay, Minuten. ja, genau. Okay. Alles klar. Aber okay, Okay, dann bis gleich. so, okay, ja, dann gehen. Bis spät. Tschüss. Tschüss. Hallo? Ja, hallo, guten Tag. Spreche ich mit Herrn Wischisch? Mit wem wollen Sie bitte sprechen? Hören Sie mich? Ja, mit wem wollen Sie bitte sprechen? Herr Mara Wischisch. Ich verstehe den Namen leider nicht. Okay, es tut mir leid. Und wer sind Sie jetzt? Weswegen rufen Sie an? Hallo? Ja, hallo, guten Tag, das ist Uwe Schneider. Wir haben mit Ihnen gesprochen, ja? Ja. Ja, super. So, jetzt ich warte für die Antwort von unserer Finanzabteilung, ja?
für unsere Daten. So, können Sie bitte mir sagen, mit welcher Summe möchten Sie starten? Das muss ich mir noch überlegen, das weiß ich noch nicht genau. Das muss ich aber jetzt auch nicht gleich sagen, weil die Bankdaten sind ja sicherlich dieselben. So, ja, aber ich muss von unserer Finanzabteilung diese Information geben, Nee, das braucht von die nicht. Das mit welcher. braucht die Finanzabteilung nicht. Die braucht nur wissen, wer überweist. Das ist wichtig. Wie viel So, überwiesen unsere wird, Firma. das sehen die ja dann auf ihrem Kontoauszug. Nein, nein. Doch, doch, die sehen das auf dem Weil Kontoauszug, das weiß wir ich. haben drei Paketen. Ja, erste Pakete, das ist 200 €. Zweite Pakete, das ist 400 € und letzte, das ist 800 €. Ja, das, Und aber wie gesagt, ich will keine Pakete. Was sind das für Pakete? Das sind Einzahlungssummen. Das sind keine Pakete. Pakete. Was Ja, ist denn so ein Paket? Was beinhaltet denn ein gewisses jetzt. Paket? Hören Sie mich bitte, hören Sie mich bitte. So, diese Pakete, das ist wie diese Summe schreiben auf unser Bezahlungssystem, ja? So, das ist, weil habe ich gesagt Pakete. Ja, Aber ja, das ist was nur Summe. beinhalten diese Pakete? So, diese Pakete, ja? Wir haben drei Pakete. Das haben Sie schon mehrfach 200, gesagt. Was beinhalten ja. diese Pakete? Ja, erste Pakete, 200 €. Das ist Anfängegebühren, ja? So, Sie haben Trading Grundlagenkurs, Wieso zweite. Kurs? Wieso Kurs? Ich will keinen Kurs machen. Ich bin Das ist kein Investor. Kurs. Sie haben doch Ja, gesagt Kurs. genau. Sie haben gerade Kurs gesagt. Ich bin nicht da zum Lernen. Ich will handeln. So, diese drei Summe, das ist nur Summe, mit welcher Sie starten investieren. Nee, möchte ich ja gar Ja? nicht. Okay, aber Sie haben gesagt, dass Sie möchten mit unserer Firma Ja, arbeiten. richtig, aber nicht mit 200 €. Mit welcher Summe möchten Sie? Ich hatte so zwischen 3.000 und 5.000 € gedacht. So, Sie möchten nur mit 3.500 € starten, oder? 3.000 bis 5.000 €. Ach so, okay. Ja, aber mit dieser Summe, Sie können mit unserem Finanzberater arbeiten, ja, und Ja, eben, investieren dann. genau. Ja, aber erste Summe, mit welcher können Sie starten? Das ist nur 200 oder Nee, nein. 400 oder 800. Nein, nein. Ich handle schon an der Börse. Und ich habe noch nie gehört, dass man nur bestimmte Summen handeln kann. Wenn ich will, kann ich eine ganze Million in der Börse investieren. Aber nicht irgendwie 200 €. Das ist lächerlich wenig. Ja, ich habe Ihnen verstanden. Aber Gut. ja, aber unsere Firma arbeitet mit erster Summe 200 oder 4 oder 8 und mit mehr Summen, ja, Sie können mit unserem Finanzberater arbeiten, Ja, gut, dann geben Sie ja? mich an den Finanzberater weiter. Ja, aber unser Finanzberater werden mit Ihnen sprechen und helfen Ihnen und auch arbeiten und Ihren Konzentrieren Sie sich, Finanzplan erstellen. Ja. konzentrieren Sie sich. Sie stammeln, das ist ja Okay, fürchterlich. okay, okay. Ja, danke, danke. So, Sie können mit unserem Finanzberater sprechen, nur Gut, nach möchte ich gerne. dieser ersten Summe. Nein, nein, ich möchte vorher mit dem Finanzberater sprechen. Ich will nicht 200 € einzahlen. Ich möchte gerne 3.000 bis 5.000 € investieren an der Börse. Okay, so Sie möchten jetzt 3.000 bis 5.000 € investieren Richtig. von dieser Banküberweisung, ja, Richtig. auf Ihrem Konto. Okay, und dann möchten Sie mit unserem Finanzberater sprechen, ja? Nee, ich möchte erst mit dem Finanzberater sprechen. Ich muss doch wissen, welche Finanzstrategie er macht.
Ja, aber Sie können das machen nur nachdem Nein, dieser Mindestbetrag oder. wie gesagt, ich will keinen Mindestbetrag, ich möchte 3.000 bis 5.000 € investieren. Kein Mindestbetrag, Ja, keine 200, ich keine habe 400. Ihnen gehört. Lassen Sie mich ausreden. Ich Ich habe möchte, Ihnen gehört. Sie sollen Okay, mich so kannst du bitte, ausreden können lassen. Sie bitte warten, okay? Einen Moment, ich werde das sagen, ja, und geben Ihr iPhone, okay? Ja, gut. Warten Sie bitte für meine Antwort. Danke Ihnen. Einen Moment, bleiben Sie an der Leitung. Ja. Sind Sie noch da? Ja, ich bin hier, aber ich warte für die Antwort. Okay, können Sie Ach bitte so. noch mal einen kleinen Moment warten, ja? Okay. Okay, danke Ihnen. Bleiben an der Leitung. Ja, sind Sie hier? Ja, natürlich. Ja, so, während ich auf eine Antwort warte von unserer Finanzberater, ja, können Sie bitte mir sagen, welche Banken normalerweise benutzen Sie? Ich habe verschiedene Banken. Okay, Sparkasse, Deutsche Bank, welche? Alle beide. Targo Beide, Bank, okay. N24 Bank. Ich habe etliche Banken. Ich bin ein Investor. Okay. So, jetzt bleiben Sie bitte an der Leitung und ich warte für die Antwort von unserem Finanzberater. Okay? Ja, dann warten Sie mal auf die Ja, Antwort von dem Finanzberater. danke. Ja, danke. Kleinen Moment bitte. Na, ein so kleiner Moment ist das ja nun nicht. Ja, ich bin hier. So, unsere Finanzanalysten sind im Moment so sehr beschäftigt, ja. So, können Sie bitte warten? Wie lange soll ich denn warten? Meine Zeit ist nicht umsonst. Soll ich Ihnen eine Rechnung stellen? Genau, aber ich denke das nicht, Sie weil denken jetzt nicht, Sie das glaube ich arbeiten. ja. Dass Sie nicht denken, das glaube ich. Ja. So, jetzt hier arbeiten. Ja, und wie lange soll ich hier warten? Ich glaube 5 Minuten. Ja. Dann rufen Sie mich doch einfach an, wenn Sie mit dem Finanzberater gesprochen haben. Ich muss weiterarbeiten. Okay, so, ich werde Ihnen telefonieren, ja, ich denke 5 Minuten, ja, und Das können wir ja können Sie sehen. mit unserem Finanzberater sprechen, okay? Genau, alles klar, so machen wir das. Okay, ja, danke Ihnen. Bis später. Tschüss. Tschüss. Ja? Schönen guten Tag, spreche ich mit Herrn Martin Jorgensmann, stimmt das? Ja, wer ist denn da? Mein Name ist Anna Meyer. Ich melde mich bei Ihnen von Foxtelmix. Sie haben mit meiner Kollegin wegen Handelskonto gesprochen, ja? Und Sie haben gesagt, dass Sie mit einem Analytiker sprechen möchten. Stimmt das? Richtig, ja. Gut, also Herr Jürgensmann, wie ich verstehe, Sie möchten Mindestbetrag nicht investieren. Sie möchten starten mit 3.000 bis 5.000 €. Aber zuerst möchten Sie wissen, was für eine Strategie für Handel wählen wir aus, ja? Und danach sind Sie bereit mit der Antwort. Stimmt das? Ja, es kommt immer drauf an, richtig. Ich bin ein Okay. Investor. Wissen Sie, was ein Investor macht? Bitte? Wissen Sie, was ein Investor macht, was die Aufgabe Bitte. eines Investors ist? Bitte, was macht Ihrer Meinung nach? Nee, ich habe Sie doch gefragt, ob Sie wissen, was ein Investor macht. weiß ich, natürlich. Ich Ja, arbeite gut. schon mit Kunden seit Gut. 7 Jahren. Natürlich Dann kann ist ich jetzt. Ihnen das alles gerne erklären. Nee, ich weiß, was ich mache. Ich bin ein Investor. Ich wollte nur Sie sind wissen. Investor. Richtig. Handeln Sie noch irgendwo? Ich ja, oh ja, ich habe noch etliche
Eisen im Feuer, richtig. Gut, dann ich erkläre Ihnen ganz kurz, ja. Normalerweise spreche ich darüber über eine Stunde mit meinen Kunden, aber mit Ihnen versuche ich das ganz kurz zu machen. Also, Sie investieren bei uns Handelskonto, ja. Da Sie Erfahrung haben, ist es für Sie uninteressant, mit 200 Euro zu starten, ja. Sie möchten hier Geld verdienen, deswegen möchten Sie mehr investieren. Stimmt das? Verstehe ich das korrekt? Das verstehen Sie korrekt, ja. Schauen Sie mal, was kann ich Ihnen für 5.000 Euro vorschlagen? Wir haben unterschiedliche Arten von Investitionskonten. 5.000 Euro, das ist Silber plus Konto. Was für eine Strategie ist das? Wir haben Möglichkeit, mit allen Finanzprodukten zu handeln. Das sind Devisen, Kryptowährungen, Aktien, Metalle, Rohstoffe und Indizes. Mit allen diesen Finanzprodukten werde ich arbeiten. Von Ihrer Seite machen Sie gar nichts. Und nun ist sie raus. Mal gucken. Ich lasse weiterlaufen. Hallo? Ja, haben Sie aufgelegt? Nee, Sie haben doch aufgelegt. Ich habe Ihnen zugehört. Ich habe nicht. Okay, Entschuldigung, die Verbindung wurde unterbrochen. Also, von wo aus rufen Sie denn an? Von Deutschland, aber Sie können österreichische oder belgische Nummer sehen. Das ist eine IP-Telefonie, ja. Wir rufen Sie von dem... Schon wieder ist sie raus. Ja? Ja, Herr Jürgensmann, keine Ahnung, was ist mit der Verbindung? Ja, dann sollten Sie vielleicht nicht mehr IP-Telefonie benutzen. Sie sitzen in Deutschland, dann rufen Sie mich doch mit dem Telefon an. Ich rufe Sie von dem Computer an. Ja, eben, aber das ist sehr instabil, wie wir feststellen. Sobald Sie unser Kunde sind... Na, das hat ja wenig Sinn. Rufen Sie mich doch einfach mal mit dem Telefon an. Computer ist sehr instabil. Ist jetzt zweimal weggebrochen, die Leitung. Ist sehr instabil. Die Verbindung ist in Ordnung. Nee, ist es nicht. Sie ist ja zweimal Herr weggebrochen. Mann, darf ich bitte weiter erklären? Ja, aber es ist doch falsch, was Sie sagen. Es ist nicht stabil. Die Verbindung ist zweimal weggebrochen. Das ist stabil. Nein, ist es nicht. Zweimal ist die Leitung zusammengebrochen. Wenn Sie mit uns arbeiten möchten, lassen Sie mir bitte das alles zu erklären. Na, dann erklären Sie doch mal alles zu erklären. Danke. Schauen Sie mal, sobald Sie unser Kunde sind, gebe ich Ihnen meine deutsche WhatsApp-Nummer und unter dieser Nummer bin ich für Sie immer erreichbar. Ich ja? nutze kein so, WhatsApp. Nutzen Sie kein WhatsApp? Okay, das ist kein Problem, dass Sie kein WhatsApp nutzen. Okay, schauen Sie mal, wir sollten Strategie besprechen. Ja? Mit 5.000 Euro handeln wir mit allen Finanzprodukten. Sie kriegen von uns Versicherung in der Höhe von 3.500 Euro und mit 5.000 Euro wird Ihr Gewinn 35%. Ja? Gut, Sie sagten Versicherung. Was ist das für eine Versicherung? Wer hat diese ausgestellt? Das ist Versicherung für Sie von unserem Unternehmen. Also das Versicherung bedeutet für Sie, dass Sie gar kein Euro verlieren können. Okay, das heißt, diese Versicherung ist von keiner Versicherungsgesellschaft, sondern nur von Ihrer Firma, richtig? Das ist von ihr unser Unternehmen, weil falls wir beim Handel Verlust machen, wir geben ihnen dieses Geld zurück. Ja? Deswegen können sie sich gar keine Sorgen machen. Mhm, okay. Weiter bei Silber Plus Konto, wenn sie 5.000 Euro investieren, geben wir ihnen für Handel einen Bonus. Dieser Bonus geben wir nur den Kunden, die Silber Plus Konto haben. Bei den anderen Konten haben wir keinen Bonus. Das bedeutet, Sie investieren 5.000, 1.000 bekommen Sie als Bonus, wir arbeiten mit 6.000 Euro und so 35%, das ist über 2.000 Euro pro Monat. Ja. Und schon wieder ist sie weg.
Und dann ist denen mal wieder die Leitung weggebrochen, aber es kam leider kein weiterer Anruf. Man merkt genau, dass die mit einem Investoren nichts anfangen können. Die zielen nur auf den kleinen, unwissenden Möchtegern-Trader. Schade, ich hätte die Geschichte gerne noch aufgelöst, aber vielleicht versuchen die es ja nochmal in 2 Monaten, wenn dann deren Plattform noch existiert. So viel also für heute. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch einen schönen Restsonntag und einen tollen Wochenstart. Ihr hört mich dann am Mittwoch wieder und bis dahin sage ich Tschüss, euer Callcenter Kascha.